Oh, wir sind schon Tag 5. Das ging jetzt aber echt schnell. Huch, die stehen auf dem gleichen. Ich habe diesen alten Leuten nicht viel übrig gelassen, ja. Die stehen ineinander hier. Die Nacht war ruhig. Wir haben aber einiges mitgenommen, ja. Er ist traurig, scheiße. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich musste dann ne das nehmen, was wir brauchen. Ansonsten haben wir keine Chance. Es ist leider richtig. Du darfst mal zuerst schlafen gehen. Sie hat auch was. Diese älteren Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Das war der Plan, ja. Es ist mir völlig egal, woher und wie Pavle Vorräte gefunden hat. Es freut mich, dass er nicht mit leeren Händen zurückgekehrt ist. Okay, also ihn stört es nicht so doll anscheinend. Vielleicht sollten wir ihn das nächste Mal schicken, weil es ihn nicht so stört. Okay, das ist immer noch dran, das Essen. Also ich glaube, das dauert immer eine Weile. Das heißt, wir könnten mal gucken. Warte mal, er. Gucken, ob wir nicht noch einen bauen können. Können wir einen Herd bauen? Ne, wir haben, glaube ich, nicht genug. Ja, das war falsch. Das kostet hier Teile und die Teile, okay. Darauf sparen wir aber, glaube ich. Ups, das war wieder das Falsche. Holz, ne? Drei Brennstoff brauchen wir. Was wollte er? Achso, ich weiß nicht, ob gegen traurig sein der Sessel hilft. Der ist jetzt auch nicht so sonderlich teuer. Ja, wir bauen das mal. Also, ich kann sich daneben setzen. Scheiße. Ich hoffe, dass das hilft, weil sonst haben wir jetzt gerade Ressourcen rausgehauen, die wichtig waren. So, genau. Kochen jetzt. Haben wir noch genug Wasser? Wir haben 20 Wasser. Okay, das ist schon mal gut. Wir können eine gute Mahlzeit machen. Ich weiß nicht, ob das für mehrere Tage reicht. Ich glaube, das ist noch Ressourcenverschwendung. Wir machen das vielleicht später, wenn wir effizienter kochen können. Jetzt müssen wir erstmal müssen wir mit dem Minimum durchkommen. Ich sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Ja, solltest du, das ist richtig. Sie schläft aber gerade. Jetzt haben wir einen Sessel. Kannst du dein Buch lesen? Er sitzt da jetzt einfach. Scheiße. Es ist jemand an der Tür. Hilfe, er braucht Hilfe, okay. Erstmal kümmern wir uns, glaube ich. Wir gehen gleich helfen. Ich würde nur gerne jemanden schicken, der ganz ausgeruht ist und keinen Hunger mehr hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird mit dem Buchlesen oder ob das generell die Traurigkeit. Steht das hier irgendwo? Konsumierte Zigaretten pro Tag 3. Boah, der konsumiert 3 Zigaretten. Warum nehme ich die überhaupt mit? Die sind eh direkt wieder weg. Ein Stuhl und ein Sessel. Wir haben ein Bett, doch wir können mehrere gebrauchen. Kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Ach, ein Radio vielleicht noch, um die Stimmung zu heben. Wie viel kostet denn das? Das sind alles so kleinere Teile, die sich eventuell lohnen würden. Ach, ich gucke immer an das Falsche, ne? Radio. Elektrische Teile und 7 Bestandteile. Ja, das würde wahrscheinlich Stimmung aufzählen, ja. Das hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht als ein Sessel. Oh, das dauert echt lange hier. So, wir müssen jetzt mal warten. Wird aber eng. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle 3 ausgeschlafen kriegen. Ich glaube, einer sollte immer schlafen. Sie muss jetzt bald fertig sein, bitte. Mit dem Schlafen, das wäre super. Ah, gerade. Sie ist nicht mehr müde. Steht sie jetzt so auf? Oh, ist egal. So, dann isst sie jetzt noch. Währenddessen kann er schlafen. Wenn sie fertig ist, gehen wir mal an der Tür gucken, was da Sache ist. Okay. Zum Glück sind sie hier. Okay, mit dem.
Könnt ihr mir dabei helfen, die Fenster zu barrikadieren? Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leerräumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen, sie können allerdings durch die Fenster reinkommen. Könnt ihr mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann. Achso, das ist eine Frau. Ich dachte, das wäre ein Typ, der da steht. Im ersten Jahr des Kriegs mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Nein, warte eine Sekunde. Vielleicht später. Ja. Warte eine Sekunde. Ich weiß nämlich nicht, ob jetzt der, mit dem sie spricht, dann auch automatisch mitgeht. Weil ich glaube, ich würde am ehesten einen Mann mitschicken. Vielleicht hier den Bruno. Ich würde das erstmal trinken. Essen. Dann gehen wir, wenn der Bruno ausgeschlafen ist, dann reden wir mal mit ihr. Wie viel Wasser hatten wir jetzt nochmal? Was ist denn das Wasser? 11 noch, okay, das ist gut. Oder vielleicht ihn, weil dann wird er nicht so ganz so traurig, wenn. Vielleicht wird er glücklich, wenn er Leuten helfen kann. Ja, da gehen wir nicht nochmal hin. Scheiße. Mann, das ist echt doof, dass wir da den. Oh, ich dachte gerade, die Frau ist jetzt hier reingegangen. Ja, wir kommen ja gleich. Hat er jetzt gegessen? Ja, er ist nur traurig und müde. Nur traurig und müde. Aber wir haben ihn ja wenigstens noch Sachen übrig gelassen. Wir brauchten Essen, es ging nicht anders. Jetzt haben wir noch Konserven. Und wir haben auch gut jetzt Medikamente, die wir wieder handeln können. Ich denke, die sind ein bisschen was wert. Ich habe jetzt übrigens irgendwie noch keine Auswirkungen von diesem guter Koch auf das Kochen gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei anderen schief gehen kann dann immer, ob das eine Prozentchance hat. Okay, langsam wäre es gut, wenn du aufstehen würdest. Oh, Scheiße. Ja, das meinte ich mit, wir bräuchten eventuell ein zweites Bett. Ah, nevermind, er ist aufgestanden. Jetzt kannst du schlafen gehen. Ah, könnte noch was werden mit dem Ausschlafen. Nein, nein, nein! Nein! Ist er jetzt echt gerade gegangen? Ich bin noch da. Der ist in der Sekunde gegangen. Oh, was ist denn das? Ich bin noch gekommen. Also das war jetzt echt ein Witz, oder? Das Haus und Waffen zu sichern, das war nicht unser Problem. Wir haben jede helfende Hand gebraucht. Er ist so der harte Kerl, glaube ich. Er nicht so. Wie hätten wir unsere Nachbarin nicht dabei helfen können, ihr Haus zu sichern? Sie war so besorgt. Scheiße. Und wie ist das Haus unserer Nachbarin viel gefährdeter? Ja, ich wollte ja auch schicken. Jetzt ist sie auch noch traurig. Also ihn lässt das anscheinend kalt. Ich würde ihn ja wahrscheinlich auch schicken. Jetzt plündern schicken, aber der hat einen kleineren Rucksack. Das ist immer noch dran. Wie lange dauert das denn? Lohnt sich gar nicht, dass wir das gebaut haben. Okay, dann machen wir mal Tag beenden. Ist er jetzt immer noch müde? Traurig und müde, ja. Ja, gehst du. Nee, dann gehst du plündern. Und du gehst Wache stehen. Weil du hast einen. Sie hat einen größeren Rucksack. Oh, Scharfschützenkreuzung. Das Stadtzentrum war einmal so schön. Parkplätze und Monumente umringt von alten Gebäuden. Jetzt gibt es reihenweise gute Stellen für Scharfschützen oder ein offenes Areal mit wenig Deckung. Zahlreiche Fälle von erschossenen Zivilisten haben dem Ort seinen Namen eingebracht. Scharfschützenkreuzung. Wir können hier wertvolle Sachen finden, aber es ist sehr riskant. Ja, das lassen wir erstmal. Hier ist noch ein kleines Wohnhaus. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und deren Sohn. Sie sind immer noch da und halten die Plünderer irgendwie in Schach. Natürlich haben sie Vorräte wie Essen und Medikamente, aber sie werden diese wohl kaum mit uns teilen wollen. Ach, das lassen wir lieber. Wir gehen mal in die Schule. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Ja, wir haben ja eine Schaufel. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Nehmen wir mal eine Schaufel mit. Sollen wir das Messer auch mitnehmen? Nein, das Messer ist gut zur Verteidigung, denke ich. Falls Plünderer kommen. Und da das eine verlassene Schule ist, ich würde die ungern erstmal dann, wenn da irgendjemand auch rumlungert, würde ich ihn ungern niederstechen.
Ich habe gehört, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? Auch nicht, dass die da jetzt irgendwas sieht, was sie depressiv macht. Das scheint leer zu sein. Haben die irgendwie eine Kantine, eine Schulkantine? Das wäre gut. Weil da haben, kriegen wir gut Essen. Oh, die ist auch relativ groß. Und da geht's noch. Geht's noch lang. Nichts als nutzloser Abfall. Da brennt Licht. Aber es scheint niemand da zu sein. Ach, da brennt irgendwas. Ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Muss man von der anderen Seite aufräumen. Da ist was, was wir mit der Schaufel aufräumen können. Okay, so wirklich viel ist hier in den Haufen nicht. Da sind zwei Haufen, die wir wegschaufeln müssten. Wir gucken jetzt erstmal hier lang. Huch, was leuchtet da so? Achso. Zum Glück habe ich diese Schaufel. Okay, es geht ja echt sehr schnell mit der Schaufel. Ach, da ist verbarrikadiert. Aber von der Seite, glaube ich. Also wir könnten das aufbrechen. Warum leuchtet das? Nicht, dass das jetzt irgendein Scharfschütze ist, der da eine Falle gestellt hat. Okay, nehmen wir mal alles mit. Okay, ja, das Aufbrechen geht auch mit Hand gut. Okay, hier ist noch was. Ich brauche neues Essen. Gucken wir mal. Das hat jetzt gleich sind wir voll. Oh, es ist aber eine riesige Schule. Ein Holz weg für vier Teile. Dann lass uns mal weiter gucken. Können wir hier runter? Ja, können wir. Jetzt gucken wir einfach mal noch, was hier noch so alles ist. Ja, noch mehr Teile, okay. Hier ist was, was wir aufbrechen können. Hier sieht, unten sieht es irgendwie so aus, als könnte da Essen sein. Zumindest ein bisschen. Das ist ja wieder ein Klassenraum. Ui, da sind ganz viele Teile drin. Momentan haben wir aber auch wirklich nur Teile und Holz gefunden und sonst noch nichts. Was ist das? Da braucht man eine Brechstange für wahrscheinlich. Sägeblatt. Okay, das heißt, da sind interessante Sachen. Sägeblätter können wir machen, wenn wir aufrüsten. Okay, ich glaube, wir packen mal zwei Holz weg. Weil wir brauchen auch von den Teilen hier noch ein paar. Da ist nichts, aber irgendwas leuchtet rot. Ah, da kann man sich verstecken. Ist da jemand? Oder warum muss man sich. Sie haben mir wieder mein Essen genommen. Okay, da ist jemand. Den lassen wir lieber in Ruhe. Ich werde bald sterben. Oh, der Arme. Aber helfen können wir ihm leider auch nicht. Gucken wir mal noch hier. Hier waren wir noch nicht. Der lebt anscheinend hier in der Schule. Ja, Holz und ein elektrisches Teil. Können wir hier noch durch? Wahrscheinlich nicht, weil es da brennt, ne? Ne, da geht's nicht lang. Okay, ja, ich denke, wir haben hier erstmal alles. Mit einem Sägeblatt, glaube ich, lohnt es sich nochmal hier hinzukommen. Jetzt ansonsten. Nicht umgehen. Oh, kommt sie? Doch, sie kommt dahin. Okay. Ja, rennen wir zum Ausgang. Haben jetzt leider nichts zu essen gefunden hier. Keine Pausenbrote, keine Kantine. Was jetzt irgendwie doof ist, weil wir dann zu wenig Essen haben auf jeden Fall. Haben jetzt nur Teile bekommen. Dafür können wir halt ein paar Sachen bauen. Aber ja, es mangelt halt trotzdem jetzt an Essen dann. Habe schon wieder irgendeine Errungenschaft freigeschaltet, wodurch, weiß ich nicht. Wir konnten den Angriff abwehren. Oh, wir wurden anscheinend versucht auszuplündern. Wir haben versucht, es auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichen nicht für alle aus. Bruno wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Leicht verletzt, okay. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Ja, und Katja hat Sachen mitgebracht. Traurig, müde, leicht verletzt. Er ist nicht müde. Das heißt, er kann erstmal hier gucken.
Das ist immer noch dran, weil es lohnt sich ja gar nicht. Aber er hat einen neuen Eintrag. Eins war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es noch, was uns noch bevorstand, okay? Sonst noch jemand mit einem neuen Eintrag? Nee, ne? Nee. Okay, so, jetzt einmal kurz wieder sortieren. Erstmal geht Pavel schlafen. Nee, er ist nicht müde. Er geht. Nee, warte mal. Sie geht schlafen. Und dann geht er schlafen und sich erholen gleichzeitig. In der Zeit kann er kochen. Haben wir noch? Wir haben. Okay, wir brauchen einmal Brennstoff. Ich glaube, wir. Das ist echt doof, dass das so lange dauert. So, und dann haben wir Brennstoff. Können wir beide Male Essen herstellen. Wasser wird langsam auch wieder knapp. Das ist eigentlich ein Filter, könnten wir bauen. Filter, Filter, Filter. Wir könnten noch einen Käfig bauen. Aber das dauert so lange. Ich weiß, wir müssen ja erstmal gucken, wie viel dabei jetzt rumkommt. Holz raushauen, um vor Plünderern zu schützen. Das Radio ist, glaube ich, auch erstmal wichtig. Das Radio setzt man neben den Sessel. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube, wir sollten erstmal auf diesen Kräutergarten sparen. Einige Kräuter wachsen lassen und sie verwenden um Medikamente oder billige Zigaretten. Aber das bringt uns nichts. Wir müssen ihn verbessern, um Gemüse anzubauen. Das heißt, das dauert Ewigkeiten. Wir sollten erstmal Short-Term gucken, dass wir unsere Leute einigermaßen glücklich kriegen. So, er hat jetzt zwei Nahrung gekocht. Vielleicht kommt auch heute wieder ein Händler. Also er ist jetzt hungrig und muss sich nur gleich noch hinlegen, okay. Sie ist hungrig traurig. Und er ist nicht müde. Okay, er hat im Bett geschlafen diese Nacht, genau. Die meisten Tiere sind von den Straßen verschwunden. Denken Sie daran, falls Sie Fleisch von zweifelhaften Händlern kaufen. Okay. Hört das jetzt die Stimmung irgendwie? Zum Glück ist unser Unterschlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Okay, das klingt schon mal besser als beim letzten Mal. Wir haben einen Stuhl und einen Sessel. Wir haben ein Bett, doch wir könnten mehrere gebrauchen, ja? Es ist schwierig, auf dem harten Boden zu schlafen. Okay, das heißt, ein Bett sollten wir, glaube ich, wirklich noch bauen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören es gerne. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ja, wir haben noch zwei Bücher, glaube ich, oder? Ja, zwei Bücher, das kannst du auch mehrfach lesen. So. Ein schreckliches Gefühl. Hier zu bleiben, gewährt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Und es fehlt es an Kaffee und Zigaretten, da können wir leider nichts machen. Wir haben Löcher in den Wänden. Ja. Wenn heute noch mal ein Händler kommen würde, dann wäre das super geil. Weil dann könnten wir. Man muss erstmal essen. Weil, wenn der Händler kommt, dann können wir hier unsere Wertsachen ein bisschen eintauschen. Okay, du bist hungrig und traurig. Obwohl, nicht hinsetzen. Guck erstmal noch, ob wir irgendwas Sinnvolles haben, wofür wir unser Geld ausgeben können. Wir können halt zunageln. Dann werden wir nicht so doll überfallen. Ich glaube aber, um zum Schutz vor dem Überfallen, würde ich gerne erstmal noch ein zweites Messer bauen. Können wir nicht. Ach, weil uns Waffenteile fehlen, klar. Und dann würde ich als nächstes gerne noch den hier aufrüsten, weil dann da fehlen uns Bestandteile für. Okay. Das haben wir alles, nur Bestandteile fehlen uns. Okay. Das heißt, am besten geben wir jetzt keine Bestandteile aus. Das kostet Dietriche. Drei Bestandteile. Okay, dann lassen wir das. Für heute gucken wir nochmal hier. Haben wir irgendwas, was sich lohnt und was wir ohne Bestandteile bauen können? Filter kostet auch Bestandteile, scheiße. Nein, lohnt sich alles nicht. Nicht so richtig. Kannst du da mal gucken? Der Köder ist noch da. Ich hoffe, dass wir bald etwas fangen werden. Ja, ich hoffe das auch. Okay. Ja, jetzt heißt es wieder warten, bis sie aufsteht und dann muss sie unsere letzten Konserven essen. Dann gucken, müssen wir mal wieder gucken, wie es mit Essen aussieht, wo wir Essen herkriegen.
Also in die Schule gehen wir nicht nochmal. Es gibt nichts Besseres als auszuschlafen. Okay. So, jetzt er, der leicht verletzt und müde ist, darf sich jetzt hinlegen für den Rest des Tages. Er ist traurig, er kann sich in den Sessel setzen. Und, oder kann er Musik hören? Weil da stand, wir können. Ah, das ist immer nur die. Ah, wir können hier anscheinend mehrere Sachen hören. Die kommenden Tage sollten noch schön und warm sein. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang im Park. Da ist noch irgendwas. Okay, scheint aber nichts zu sein, was. Da war was. Also das ist immer noch schön und warm. Es blinkt dann immer, wenn wir in der Nähe sind von etwas. Klassische Musik, okay. Die stellen wir gleich am Ende ein. Und das hatten wir schon mit den meisten Tieren, ne? Okay, dann stellen wir jetzt die klassische Musik ein. Leicht verletzter Hulzig, traurig. Du darfst dich jetzt dann auch zur Musik gesellen. Und ein bisschen Musik hören. Wir tun dasselbe. In der Hoffnung, also ich würde jetzt gerne nicht auf Tag beenden drücken, weil ich habe noch die Hoffnung, dass noch ein Händler kommt. Oder dass hier der Köder irgendwann durchgeht. Das heißt, theoretisch können wir uns jetzt etwas zurücklehnen und abwarten. Na, wie lange dauert das immer so? Lass mal kurz. So, alle 4 Sekunden. Alle 4 Sekunden gehen 10 Minuten um. Das heißt, eine Stunde sind 6 mal 4, also 24 Sekunden. Das heißt, eine halbe Minute pro Stunde. Das heißt, wir warten jetzt mal noch. Aber ich glaube auch, wenn jetzt noch keiner gekommen ist, dann kommt keiner. Wir warten mal noch bis 4 oder so. Ne, bis. Ja, bis 4:30 vielleicht. Ich denke aber, es kommt keiner mehr. Aber er erholt sich gerade. Wir hoffen mal, dass das nicht ausartet. Ah, er hat sich erholt. Ne, er war das, okay. Ja, leicht verletzt. Er darf dann diese Nacht wieder im Bett schlafen. Eine Sache muss ich nochmal gucken. Wir müssen auch bald, ich weiß nicht, ab wann es anfängt kalt zu werden. Ja, nicht hier. Müssen wir auch irgendwann einen Ofen bauen. Weil da wird wahrscheinlich dann unser Feuer dann, unser Holz dann reingehen. Wir könnten jetzt noch einmal mit Brettern zunageln. Aber das würde, ja, es kostet aber nur 2 Bestandteile und da kriegen wir auf jeden Fall mehr von. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann machen wir das sicherer. Aha, hier. Hier müssen wir wahrscheinlich auch noch zunageln. Ah, ich meine, bis jetzt konnten wir die Plünderer immer abwehren. Aber wenn sie halt mal kommen und uns was klauen, dann haben wir auch ein großes Problem. Ja, die sagen auch die ganze Zeit. Das werden wir aber nicht immer schaffen, ja, die Plünderer abzuwehren. Deswegen verbarrikadieren wir uns lieber mal ein bisschen. Okay, da sind wir jetzt durch. Das ist die Frage, wie oft können wir das noch machen? Oder war das jetzt eine einmalige Sache? Ich würde auf Nein tippen, weil ich denke mal, hier müssen wir auch noch verbarrikadieren. Doch, es geht auf jeden Fall noch, ja. Du hast eins. Ich weiß nicht, wie viele man insgesamt haben kann oder haben muss. Gut, dann beenden wir mal den Tag für heute.